Hallo und herzlich willkommen hier im Whisky Club. Mein Name ist Thomas Thiemeier und ich freue mich ganz, ganz besonders, dass ihr heute wieder mit bei mir seid, zu Hause seid, auf dem roten Sofa seid, um mit mir einen neuen, hoffentlich schönen Whisky zu testen. Und ich hatte es letzte Woche ja angekündigt, oder vorletzte Woche vielmehr, es wird noch ein paar Tastings von Glenfiddich geben. Und zwar habe ich mir diese Box gekauft, die Age of Discovery Box, in der drei unterschiedliche Whiskys aus der Age of Discovery Reihe von Glenfiddich vertreten sind. Und beim letzten Mal habe ich ja den 19-jährigen Madeira Finish vorgestellt. Heute möchte ich den 19-jährigen Red Wine Finish vorstellen. Die Nummer 2 aus der Age of Discovery Edition. Ja, Glenfiddich möchte mit dieser Box die großen portugiesischen Seefahrer ehren, die im 15. Jahrhundert beispielsweise Südamerika entdeckt haben. Und das ist auch eine schöne Überleitung, denn dieser Whisky, den ihr hier seht, der wurde also über 19 Jahre hinweg in Ex-Bourbon-Fässern gereift und bekam dann ein Finish in südamerikanischen Rotweinfässern. Tja, ist doch was, oder? So wird die Sache rund und macht auch Sinn. Schöner Naturkorken. Wollen wir mal schauen, was der so kann. Diese Reihe übrigens allesamt mit 40 Volumenprozenten Alkohol abgefüllt, nicht gefärbt, nicht kältefiltriert. Also, Freund, mein sauberes Blatt. So, das ist also die Naturfarbe. Man sieht schon diesen schönen roten Einfluss der südamerikanischen Rotweinfässer. Hübsch gemacht. Überhaupt wie die ganze Box, das Packaging ist fantastisch. Und ja, ich habe dem Madeira Finish beim letzten Mal eine ziemlich gute Wertung gegeben. 92 von 100. War genau mein Beuteschema. Dann schauen wir mal, ob das Rotwein Finish da mithalten kann. Ah, viele rote Beeren. Vanille. Bisschen geröstete Marshmallows. Zimt. Insgesamt eine sehr schöne, süße Nase. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe oft ein bisschen Schwierigkeiten mit Weinfinishes. Also Süßwein ist okay, aber gerade Rotweinfinishes sind manchmal so ein bisschen neben der Spur, will ich jetzt mal sagen. Also die haben dann teilweise so einen säuerlichen Einschlag, der mir irgendwie nicht behagt. Aber den rieche ich jetzt bei dem zum Beispiel nicht. Insgesamt schöne, würzige Eiche auch. Da kommt hinten so ein, das ist schon fast so, also es ist auf jeden Fall so ein Umami-Aroma. Kennt ihr, ne? Die Hauptgeschmacksrichtung auf der Zunge. Salzig, bitter, süß, sauer und Umami, das ist sowas wie wohlschmeckend, wird in unseren Breiten gerne mit einem gewissen fleischlichen, würzigen Aroma in Verbindung gebracht. Und das ist sowas so, ich will jetzt nicht sagen Maggi, weil das klingt abwertend. Es ist eine Würze, eine gewisse Würzigkeit, die aber sehr, sehr wohl aromatisch und angenehm ist. Toll, probieren wir es mal. Hier eine schöne Würzigkeit, dann samtig und süß, kräftige Eichennoten, 19 Jahre im Fass, da kommt was rüber. Aber, und das finde ich jetzt interessant, im Gegensatz zu dem Madeira Finish, den ich ziemlich aufgeladen mit Aromen fand und bei dem ich am Anfang auch nichts vermisst habe mit den 40 Volumenprozenten Alkohol, der ist mir jetzt zu wässrig, der ist mir zu schwach. Also bei dem hätte ich mir definitiv 3% mehr gewünscht. Oder 6. Das wäre natürlich ein Traum gewesen. Aber tatsächlich, finde ich, fällt der jetzt ab. Ein bisschen. 40 Volumenprozente Alkohol, das ist das absolute Minimum per Gesetz.
und warum sie da bei dieser schönen Edition nicht wenigstens diese 3% mehr draufgegeben haben, ist mir ehrlich gesagt ein bisschen ein Rätsel. Ihr werdet euch erinnern, ich habe mal mächtig geschimpft über den 16-jährigen Balvenie Triple Cask. Ein wunderschöner Whisky, der aber auch mit 40 Volumenprozent Alkohol zu wässrig war. Und das Problem habe ich jetzt mit dem auch, mit dem Red Wine Finish. Tja. Das Madeira-Fass konnte da noch was mitbringen. Das konnte noch eine gewisse Aromenfracht mitbringen, die den schwachen Alkoholgehalt kompensieren konnten. Das Rotweinfass schafft das meines Erachtens nicht mehr wirklich. Jetzt wird es einfach ganz offensichtlich, dass dieser Whisky zu dünne ist. Ja, schade, 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 Glenfiddich. Mensch, da macht ihr euch so viel Mühe, macht so eine tolle Box, so ein tolles Packaging. Wären das so viel mehr Kosten gewesen, den Whisky ein klein bisschen stärker abzufüllen? Ich weiß es nicht. Ich bin kein Whisky-Produzent, ich weiß es nicht. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das so wahnsinnig viel ausmacht. Zumal diese Flaschen ja mit 90 bis 100 Euro ziemlich hochpreisig sind. Also Madeira würde ich mir nachkaufen, ja, aber den nicht. Nein, 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 nein. Der schrammt für mich auch klar unter der 90er-Marke durch. Der kriegt von mir 86 von 100 Punkten. Ja, das hätte ich nicht gedacht, dass die so weit auseinandergehen in der Qualität. Aber so ist es nun mal. Und auch das natürlich rein subjektiv. Vielleicht empfinden das andere von euch vollkommen anders. Ich mache hier keine Nachrichten, das ist nicht die Tagesschau, sondern einen Vlog. In dem poste ich ganz unvoreingenommen und vollkommen subjektiv meine Meinung. Und da ich diese Age of Discovery Reihe natürlich nicht an getrennten Tagen aufnehme, sondern jetzt in einer Session hintereinander wegdrehe, habe ich auch noch einen ziemlich guten Vergleich, was die einzelnen Whiskys betrifft. Ja, sorry, das war es gerade nicht. Rotwein-Finish konnte mich jetzt nicht so übermäßig überzeugen. Aber wir haben ja noch einen. In 2 Wochen wird es dann den Bourbon Cask geben. Ja, genau, den 3. aus der Reihe. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, das hat euch Spaß gemacht. Vielleicht konnte ich euch ein bisschen helfen bei der Entscheidungsfindung. Dann sehen wir uns demnächst hoffentlich wieder. Da unten könnt ihr abonnieren. Eben. Und da oben könnt ihr euch die Playlist angucken. Da oben, da unten, überall gibt es was zu gucken. Ich freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder mit dabei seid. Macht's gut. Tschüss.